Ja, ich glaube, einer der illustresten Namen gerade im ostdeutschen Autocross-Sport, im ostdeutschen Motorsport ist da, immer noch da. Und ich glaube, es macht richtig Spaß. Dieter Fiedler, wie geht's dir? Gut, kann man sagen. Nach 30 Jahren, wenn man auf der Rennbahn ist, beim Autocross-Sport, war eigentlich mit der Begründer beim Motorsportclub Ortrand. Wir haben dort eine neue Strecke gebaut vor ca. 30 Jahren. Und aufgrund geschäftlicher Bedingungen musste ich mal eine kleine Pause machen, habe aber den Weg wieder zum aktiven Motorsport gefunden. Und es ist eigentlich eine schöne Sache. Also ich habe auch immer das Gefühl, egal wo man ist, wo wir uns treffen, ob in Nova Paca oder hier, man ist immer eingeladen, bei euch ist immer gute Laune und gute Stimmung. Ist das so ein bisschen Lebensgefühl für dich, Autorennen? Ja, bitte, das ist eine Abwechslung durch mein Unternehmen auch, wenn man die ganze Woche im Stress ist und so weiter und so fort. Und dass man sagt, am Wochenende mal zur Rennstrecke, das ist wirklich mal ganz was anderes. Wenn du sagst, du warst Mitbegründer, das heißt, du hast ja schon viele gute, viele schlechte Zeiten. Du hast Motorsport vor dem Mauerfall gemacht und danach. Was hat sich im Großen und Ganzen verändert? War es früher besser? Früher besser nicht. Jetzt allgemein, die Technik ist besser geworden, haltbarer geworden. Wir mussten früher aus irgendwas was erfinden, was nicht gehalten hat. Und jetzt kann man sagen, die Technik ist ausgereifter geworden, wenn man mit einigen Sachen sich so weiter beschäftigt hat. Aber wie gesagt, es macht eigentlich Spaß. Ist uns das im Autocross ein bisschen verloren gegangen, so dieser Ideenreichtum, weil wir ja wirklich mittlerweile, die Industrie hat sich auf uns eingestellt, fast alles von der Stange kaufen können, ne? Ja, man kann viel von der Stange kaufen. Es gibt auch Spezialisten, überall wie in Deutschland, wie in Holland und so weiter und so fort, wo man eigentlich auch seine Gedanken einbringen kann, was kann verbessert werden in der Technik und so fort. Wie gesagt, auch mit den Reifen drum und dran, alles was getriebemäßig, motormäßig ist, es haben sich da bestimmte Spezialisten eingestellt, speziell im Autocross-Sport, und das ist eben auch eine gute Sache. Was hat sich am meisten verändert? Ich höre von vielen, Autocross ist mittlerweile auch eine Reifenschlacht geworden. Würdest du das bestätigen? Nicht unbedingt. Wir sind eigentlich jetzt mit unseren Michelinen ganz gut gefahren. Also ich würde mal sagen, Reifenschlacht her, aber im Prinzip gibt es da keine Probleme. Natürlich, man muss halt eben das beste Material mit haben von den Reifen, dann macht das so. Und wir haben eigentlich reifenmäßig nie Probleme gehabt bis jetzt. Wie gesagt, bist du ja schon so lange dabei. Gibt es für dich konkrete Pläne, so über den Winter nochmal alles schön zerlegen? Du trittst ja auch hier, wenn ich den LKW sehe, das ist immer alles tipptopp bei dir. Das hört sich so an, als wenn wir noch 5 bis 10 Jahre sicher mit Dieter Fiedler rechnen müssen, oder? Ja, ich denke. Dürfen. Ich denke schon, dass man, wenn man gesundheitlich fehlt mir zurzeit nichts, gesund ist, dass ich hier noch die Reihen der Jugend etwas stärken kann mit, wie man so schön sagen kann. Ja, aber wie gesagt, es macht doch Spaß im Ganzen und auch wenn man Fahrerlager ist, drum und dran, es macht richtig Freude. Okay, also das kommt jetzt wirklich aus ganz tiefem Herzen. Ich danke dir und würde mich freuen, wenn wir noch oft unter deinem Zelt sitzen und vielleicht abends auch mal ein kleines Getränk zu uns nehmen. Danke. Danke. Bis gleich. Dieter Fiedler.